Fettnäpfchen, Diskriminierungen und Jugendwahn. Also typisch alter weißer Mann, oder? Also da hat bestimmt jeder seine Definition. Für mich ist ein alter weißer Mann jemand, der einfach stehen geblieben ist in einer Zeit, die etwas zurückliegt. In der gleichnamigen Komödie von Simon Verhoeven muss er sich als Heinz Hellmich allerdings genau mit diesem Vorwurf auseinandersetzen. Es steht im Zentrum eines Gewitters aus kontroversen Meinungen, zum Teil auch extrem, und alle prasseln auf ihn ein. Und das auch im familiären Umfeld. Denn dort werden ihm seine vermeintlichen Fehltritte ebenfalls ständig von seinen Kindern und seiner Frau vorgehalten. Ich glaube, das war immer so. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo nicht die Alten über die Jungen sich aufgeregt haben. Die Jugend von heute, ich glaube, das ist so alt wie die Menschheit selbst. Diskussionen, welche bei den Schauspielern selbst wiederum nicht derart ausufern würden. Ich war immer offen für Menschen, für die Storys. Das macht meinen Beruf aus, das macht das Leben bunt und neugierig. Und wenn ich jetzt so Verordnungen bekomme, was ich denken darf und was ich sagen darf, weil sonst gehören wir alle in die Schublade. Es ist so fantasielos. Der Punkt, den man dann nicht vergessen darf, bei allen unseren Überzeugungen, und die haben ja manchmal sogar fast religiöse Kraft, ja, so, dass man sagt, nein, das muss nur so, das kann nur so sein, dass man eben bei all dem berechtigten Sachen nicht vergisst, dass es am Ende handelt sich bei uns allen um Menschen. Heinz muss jedenfalls sein unkorrektes Verhalten in den Griff bekommen, weil er sich zudem privat verzockt hat. Und um deshalb seine berufliche Existenz nicht zu gefährden. Er hat aber darüber hinaus auch noch andere Probleme. Er ist jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste und er hat ein bisschen Angst vor Krankheit und er hat keine richtige Zeit für seinen besten Freund. Und seine eine Tochter ist klimabewegt und sagt, die Welt brennt. Und der Sohn verschwindet irgendwo im Internet und die Frau will sich selbstständig machen. Aber so auf dem lasten wirklich alle Probleme, die man sich so vorstellen kann. Belastende Situationen, welche man mit diesem Tipp aber garantiert in den Griff bekommen kann. Ich glaube, ganz gut ist, wenn man nicht gleich durch die Decke geht, also wenn man seine Impulse und seine Emotionen ein bisschen im Griff hat, ruhig bleibt und nicht beleidigend wird. Wobei, ich verstehe, wenn man sagt, es muss jetzt irgendwie selbstverständlicher werden. Ich finde, Gruppen, Menschen, Lebewesen, die etwas anmerken, was ihnen nicht gut tut, oder einen Mangel anmerken oder ein Leid zur Kenntnis bringen, dass die haben einen Anspruch darauf, dass das beachtet wird. Lediglich gegen das Älterwerden scheint anscheinend kein Kraut gewachsen zu sein. Oder etwa doch? Ich habe Kinder, die jung sind und die ich immer um mich herum habe. Ich bin jetzt auch Opa geworden, das heißt, es geht doch immer weiter. Und ich versuche, fit zu bleiben, so ein bisschen körperlich, einigermaßen noch mitzukommen. Und ich versuche, im Kopf dehnbar zu bleiben und geistige Dehnübungen zu machen und dann neugierig zu bleiben. Ich glaube, diese Antwort könnte so komplex ausfallen, wie die Welt ist, wie ich sie empfinde und sehe. Die einen tun sich schwer, die anderen wehren sich dagegen, die anderen finden einfach andere Dinge im Leben wichtiger. Umstände, welche in Simon Verhoevens Film jedenfalls äußerst amüsant durch den Kakao gezogen werden. Simon kam mit diesem Buch und ich habe wirklich gedacht, endlich können wir mal lachen über diese Kampfbegriffe. Ein Buch, was einlädt, über diese, also was diese ganzen Thesen einfach mal zur Diskussion stellt. Aber uns nicht nur bestens unterhalten, sondern gleichzeitig auch zum Nachdenken anregen soll. Ich glaube, da werden sich viele Leute wiederfinden, dass man einfach die Hoffnung nicht aufgibt, dass man einfach diese irgendwie, wenn eine Beziehung mal eingeschlafen ist oder der andere echt nicht in Form ist, dass die Liebe nur verschüttet ist, dass man sie miteinander wiederentdecken kann, wenn man zur eigenen Wahrheit findet. Auch in den Familien spielt Wahrheit eine ganz große Rolle. Alter weißer Mann, jetzt im Kino.